Hallo und herzlich willkommen zum Magazin von Oberlausitz TV. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sind diesmal zu Gast auf dem Hutberg in Großschönau und das hat einen guten Grund, denn das ist der Lieblingsort von Frank Peuker, dem Bürgermeister, seit 2001. Es ist gleichzeitig der Start für unsere Sommergespräche. Wir bereisen unser etwas größer gewordenes Sendegebiet und treffen uns dort mit Bürgermeistern oder Oberbürgermeistern. Hier wird er dann Platz nehmen, Frank Peuker. Wir zeigen Ihnen in dieser Sendung ein paar Ausschnitte und zu den unten eingeblendeten Sendezeiten können Sie dann das circa 30-minütige Sommerinterview mit Frank Peuker sehen. Doch jetzt gibt es erst einmal wie gewohnt unseren Nachrichtenüberblick. Es ist mittlerweile eine gute Tradition. Bereits zum dritten Mal lud der Arbeiter-Samariter-Bund zum Samaritertag nach Görlitz ein. Zahlreiche Mitmachaktionen und Präsentationen vor Ort sollten ein lebendiges Bild des großen Wohlfahrtsverbandes zeichnen. Im 40. Jubiläumsjahr des Seniorenzentrums nutzten zahlreiche Besucher die Möglichkeit einer Besichtigung der am Vortag eröffneten neuen Kurzzeitpflege. Im Außengelände präsentierten sich Partner des ASB, wie zum Beispiel die hiesige Verkehrswacht. Ob beim Test mit der Drogenbrille, dem Fahrradsimulator oder dem Hindernis- und Geschicklichkeitsparcours für Zweiräder, den Miko aus Pfaffendorf gleich mehrmals souverän absolvierte, der bunte Mix kam an. Dazu gehörte dann auch der Trödelmarkt, bei dem sich kurzentschlossene Händler sogar noch am Veranstaltungstag anmelden konnten. In der Cafeteria präsentierte der Veranstalter die Ausstellung der ASB im Nationalsozialismus. Das Einsatzspektrum des Arbeiter-Samariter-Bundes ist heute jetzt und hier facettenreich. Von der Pflege bis zum Rettungsdienst, dem Wünschewagen oder der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Das ist hier der Stand vom Kinder- und Jugendtelefon. Das ist sozusagen auch bekannt unter dem Namen Nummer gegen Kummer. Da können Jugendliche und Kinder anrufen mit kleinen und großen Sorgen, sei es Mobbing, der erste Liebeskummer oder auch ja, Schulstress. Genau. Und ja, wir versuchen denen dann möglichst zu helfen, ihnen Druck von der Seele zu nehmen, mögliche Lösungsoptionen vorzuschlagen. Wie wird das Angebot genutzt von den Kindern und Jugendlichen? Ja, sehr gut. Aber wir haben auch natürlich mit Spaßanrufen zu kämpfen. Also man muss auch sagen, 70% der Anrufe, die bei uns reinkommen, sind Scherzanrufe. Da wird dann mal eine Pizza bestellt oder so. Und 30% sind ernsthafte Beratungen, wo es dann halt darum geht, den Kindern irgendwie aus einer missligen Lage zu helfen. Nur wenige Meter weiter entdeckten wir ein Angebot, das wir so noch gar nicht kannten. Erste Hilfe für den Hund. Ja, das ist ein neues Angebot vom ASB, Erste Hilfe für Hund. Also das ist ja, für Hundebesitzer oder so Grundsachen, welche sollen sie wissen. Zum Beispiel, der Hund ist bewusstlos. Was passiert? Hund ist bewusstlos. Was machen wir? Zuerst suchen wir den Puls. Können Sie? Aha. So, fühlen Sie? Ja, ich fühle. Ja, gut. Wenn gibt keinen Puls, das reanimieren wir, der Hund. Das geht genauso wie bei Menschen. Also wo ist Ende die Knochen, zwei Finger, so 30 Mal drücken. Zunge natürlich raus und Atemwege frei machen. Nach 30 Mal, zweimal beatmen, durch die Nase. Zunge immer raus und dann wieder. Wenn fühlen wir schon Puls, nehmen wir den Hund zum Tierarzt. Ja. Wenn Hundebesitzer wollen Schulung machen, das laden wir ein. Das Grundschulung dauert 2-3 Stunden. Und dann trafen wir noch Daniel Reimann. Er betreut das Aktionszelt eines Projektes, das schon seit dem vergangenen Jahr ehrenamtliches Engagement und gute Geschichten aus dem Landkreis Görlitz
mit einer breiten Plattform in das Licht der Öffentlichkeit stellt. Ich stehe heute hier und vertrete das Projekt Gib mir 10. Und zwar versuche ich heute Menschen, die was Gutes getan haben und Menschen, die auch anderen, also die anderen was Gutes tun und vor allen Dingen die Menschen kennen, die anderen was Gutes tun, die zu unterstützen. Und im Prinzip durch ein kleines Dankeschön präsentiert auch von dem ASB, von der ENO und von der Entwicklungsgesellschaft Oberlausitz einfach was wiederzugeben. Noch mehr Informationen zum Projekt Gib mir 10 und den ehrenamtlich handelnden Akteuren finden Sie im Internet und in einem Live-Blog. Das SEAT Autohaus Prochnow in La Walde präsentiert Ihnen den Motorsport bei Oberlausitz TV. Am vergangenen Pfingstwochenende gastierte das Bundesmann-Racing-Team in Hessen. Die deutsche Autocross-Meisterschaft machte Station in Gründau mit einer für Autocross untypischen reinen Asphaltstrecke. Durch diverse Umbauten am Buggy, von Federn und Fahrwerk, der Übersetzung bis hin zu profillosen Slickreifen, hatte sich die Oberlausitzer Mannschaft um Hendrik Bundesmann gut vorbereitet und mit Startplatz 5 von insgesamt 12 Startern war man am Abend des Rennsamstags vorerst auch zufrieden. 2 Dritte und ein 4. Rang in den Vorläufen bedeutete Platz 7 im Finale. Dort kam Bundesmann nicht ideal vom Start weg, büßte eine weitere Position ein und konnte sich auch in den darauffolgenden 6 Runden nicht weiter nach vorn kämpfen. Nach den bisherigen 4 Saisonrennen rangiert Hendrik Bundesmann auf dem 2. Platz der Gesamtwertung. Das Team bereitet sich jetzt akribisch auf die nächsten Rennen am vorletzten Juniwochenende im hessischen Schlüchtern vor. Der Motorsport bei Oberlausitz TV mit freundlicher Unterstützung vom SEAT Autohaus Prochnow in La Walde. Das SEAT Autohaus Prochnow in La Walde präsentiert Ihnen den Motorsport bei Oberlausitz TV. Am vergangenen Wochenende gastierte die deutsche Autocross-Meisterschaft im hessischen Schlüchtern. Hier fand übrigens vor 50 Jahren Deutschlands erstes Autocross-Rennen statt. Auf dem seit ca. 10 Jahren zu 80% asphaltierten Rundkurs wollte das Oberlausitzer Team rund um Hendrik Bundesmann zumindest mehr Punkte einfahren als noch vor 2 Wochen. Mit einem soliden Zeittraining und Rang 4 von 11 Startern war Bundesmann vorerst auch zufrieden. Kurz vor Beginn des ersten Vorlaufs begann es dann zu regnen und die Strecke wurde extrem rutschig. Ein spektakuläres und für die Zuschauer schön anzuschauendes Rennen mit engen Positionskämpfen war die Folge. Bundesmann gewann sogar den Start, musste Haselhorst im Rennverlauf aber gewähren lassen, verteidigte dann aber Platz 2 bis ins Ziel. In den beiden Vorläufen am Sonntag belegte der Oberlausitzer dann jeweils Rang 4. Von Platz 7 startete Bundesmann seinen Finallauf, konnte im Verlauf des Rennens 2 Plätze gut machen. In der 2. Rennhälfte ließen aber die Slickreifen extrem nach und so war Hendrik nur noch darauf bedacht, Rang 5 sicher ins Ziel zu bekommen. Das gelang und so kann er weitere 16 Meisterschaftspunkte auf seinem Konto verbuchen. Jetzt beginnen die Vorbereitungen aufs Heimspiel am kommenden Wochenende am Matschenberg in Grünewalde, wo Bundesmann sein einziges Europameisterschaftsrennen in dieser Saison bestreiten will. Der Motorsport bei Oberlausitz TV mit freundlicher Unterstützung vom SEAT Autohaus Prochnow in La Walde. Camping oder Hotel? Wo geht's hin in Ihrem nächsten Urlaub? Naja, Richtung Ostsee, aber dann eher Hotel. Fassbier oder Rotwein? Kommt auf die Gelegenheit drauf an.
Also das letzte Mal, wo wir uns zum Sommerinterview getroffen haben, das war vor 2 Jahren. Da haben Sie mich auf die Lausche geschleppt mit dem Kameramann. Wir haben noch alle sehr lebhafte Erinnerungen daran. Da gab es tschechisches Bier. Richtig, das war ja auch dem Anlass gerecht. Ne? Auf der Lausche läuft die Bundesgrenze und da trinkt man dann auch mal ein böhmisches Bier. Bleiben wir mal kurz bei der Politik. Sie sitzen seit 1994 für Bündnis 90 Die Grünen im Kreistag, haben sich 2001 als Parteiloser von der SPD bei der Bürgermeisterwahl in Groß-Schönau unterstützen lassen und sind erst Jahre später SPD-Mitglied geworden. Was hat dafür den Ausschlag gegeben? Naja, es war damals eine Situation, die mich schon ziemlich kalt getroffen hat. Es waren in Zeiten der Hartz-IV-Reform, die Protestbewegung, wir erinnern uns, ging damals los und ich hatte vermehrt, gerade aus der Richtung der NPD, massive Anwürfe. Bis hin auch in einem Flyer, dass man mich mit allen Mitteln bekämpfen würde. Demonstrationen vor meinem Privathaus und Ähnliches hatte sich da abgespielt. Also das war schon eine sehr unangenehme, unerfreuliche Situation. Damals war auch die Polizei nicht der Meinung, dass da eine Straftat vorliegt. Würde man vielleicht heute anders bewerten. Und für mich war es am Ende auch der Punkt, wo ich gesagt habe, eigentlich wolltest du nie in eine Partei gehen. Da ist man ja noch so mit der Biografie etwas gebremst. Aber den Undemokraten das Feld überlassen, das geht auch nicht. Parteien haben in der Bundesrepublik eine wichtige Verantwortung. Und deswegen bin ich dann in die SPD eingetreten, weil ich auch eine demokratische Kraft mitstärken wollte. Wie erklären Sie sich den Zulauf der rechtspopulistischen Parteien? Ihre Partei, Genossin Petra Köpping, Staatsministerin für Gleichstellung, spricht immer wieder gern von gebrochenen DDR-Biografien. Warum bricht es gerade jetzt aus, 30 Jahre nach der Wende? Naja, es ist natürlich vielleicht für manche ein Thema, was nie angesprochen worden ist, was auch nicht so richtig verarbeitet wurde, dass das möglicherweise im Zusammenhang natürlich mit diesen Bewegungen 2015 herausgebrochen ist, wo man plötzlich gesehen hat, da kommen Menschen und die bekommen vermeintlich alles und wir haben es da viel schwerer oder wir sind da in einem Risiko, dass wir was einbüßen, ist eine mögliche Erklärung. Andererseits haben wir ja auch diese Partei nicht nur im Osten, sondern auch im Westen. Offenbar ist auch die CDU teilweise etwas zu sehr in die Mitte gerutscht und hat eben, ich sag mal, diese konservativen Bereiche nicht mehr befriedigen können. Das, denke ich, ist auch ein Thema, mit dem man sich in der Parteienlandschaft befassen sollte. Ne? Was macht das Ganze mit der Demokratie? Der Bundespräsident, auch Sozi, hat am Sonntag gesagt, die Demokratie ist in Gefahr. Ja, die Demokratie ist in Gefahr, klingt natürlich sehr dramatisch, aber ich denke schon, dass gerade im Osten, wir haben da keine so festen Strukturen oder auch noch nicht die Kultur, das muss man auch ganz deutlich sagen, auch nach 30 Jahren. In Westdeutschland, das ist so ein bisschen der ausgleichende Pol. Wir müssen schon aufpassen und ich denke nach wie vor, zentrales Thema muss sein, politische Bildung, auch in den Schulen. Demokratie ist kein Selbstläufer, muss es immer wieder neu erlernt werden und auch ein Stück weit erkämpft werden, auch wenn das jetzt vielleicht etwas brachial klingt, aber wir wissen aus den Erfahrungen 89, 90, dass es eben kein Selbstläufer ist. Fleisch ist deine Leidenschaft? Und auch mit jungem Gemüse kannst du was anfangen? Dann bewirb dich jetzt als Koch oder Köchin im Longhorn Texas Bar und Restaurant. Seit über 20 Jahren die Adresse für originalamerikanische Küche in Bautzen. Neuteichnitzer Straße 35. Als Erlebnisbad der besonderen Art für Sport, Spiel und Erholung empfiehlt sich das Massenei-Bad Großröhrsdorf.
Inmitten gesunder Natur im wunderschönen Massenaiwald liegt eines der schönsten Erlebnisbäder Sachsens. Auf ca. 60.000 Quadratmetern sorgen neben ausgedehnten Liegewiesen, Spiel- und Sportplätzen unter anderem zwei Wasserrutschen, Strömungskanal, Wasserfall, Breitrutsche und ein separates Planschbecken für erfrischende Abwechslung. Urlaubsstimmung für Ihr Zuhause? Bitte schön, mit neuen Gardinen oder dem passgenauen Sonnenschutz. Wir bieten Ihnen Premium-Produkte und eine professionelle Ausführung zu einem fairen Preis. Lassen Sie sich inspirieren von Ihrem Zuhause-Profi Ayene und Sohn in Löbau. Schlackhosenalarm auf der Ottenburg. Vom 20. Juni bis 28. Juli rockt am kürzeren Ende der Sonnenallee den Bautzener Theatersommer. Die Komödie spielt in den 1970er Jahren im Osten Berlins. Es geht um Selbstbehauptung, Liebe, Freundschaft und Verrat. Theater für alle mit jeder Menge Live-Musik. Für euer Leben, das ständig vernetzt und always honest, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Flexibilität. Eure Verbindung ist Pure. Bestattungsunternehmen Schröter in Bautzen, Waldstraße. Wir stehen Ihnen zur Seite. In Bautzen, Kunewalde, Schirgiswalde und Königswartha. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Sie sind in einem Alter, in dem Ihnen das Gehen oder Treppensteigen schwerfällt? Dann wenden Sie sich an die Profis von Bernd Mobilitätsprodukte und seien Sie mobil, wann immer Sie wollen. Weitere Infos unter www.mobilitätneuerleben.de. Gönnen Sie sich mehr Freiheit und Sicherheit im Alltag mit Bernd Mobilitätsprodukte. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose.
mit Oberlausitz TV auf Tour, das Sommermagazin Ihres regionalen Fernsehsenders. Wir sind zu Gast im Urzeitpark in Sebnitz und ich hatte es ja angekündigt, bei mir ist jetzt Uwe Mattes, der technische Leiter hier vom Urzeitpark in Sebnitz. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ja. Alles ist ja eigentlich auf der Idee von Franz Kruse hin entwickelt worden. 1996 ist das Ganze hier aufgemacht worden. Wie ist es dazu gekommen? Ja, der Sauergarten in Groß-Welka platzte aus allen Nähten. Wir wussten nicht mehr hin, wie mit unseren Skulpturen. Und somit haben wir damals ein Gelände gesucht, um die Plastiken aufstellen zu können. Und sind hier in Sebnitz fündig geworden mit dem damaligen Bürgermeister Herr Ruck, der jetzt auch noch Bürgermeister ist, dem wir viel zu verdanken haben in der Hinsicht. Und haben hier angefangen, den Urzeitpark Sebnitz 1996 aufzubauen. Die Zusammenarbeit zwischen dem Saurierpark in Groß-Welka und Ihrem Urzeitpark, die besteht aber nach wie vor. Zwischen dem Saurierpark Klein-Welka und Sauergarten Groß-Welka haben wir gemeinsame Eintrittskarte und der Sauergarten Groß-Welka ist sozusagen der historische Teil vom Saurierpark. Und der Besucher hat die Möglichkeit, den Sauergarten anzuschauen, den Saurierpark anzuschauen und in alten Erinnerungen zu schwelgen, wie es vor 20 Jahren war. Und das freut uns aber wieder, dass der Wiedererkennungswert da ist für den Besucher, auch hier im Urzeitpark Sebnitz definitiv. Und somit begrüßen wir alle Besucher hier, die von Groß-Welka herkommen oder von weiter her. Und Sie pendeln quasi als technischer Leiter und sind für alle zuständig? Richtig, ich bin für den Sauergarten Groß-Welka zuständig und hier für den Urzeitpark Sebnitz, genau. Sprechen wir mal über den Urzeitpark hier. Es ist ja irgendwie wild romantisch, schöne schattige Plätzchen, selbst an Hochsommertagen ist das sehr erträglich. Was bietet denn Ihr Park? Wir haben auf 10.000 Quadratmeter hauptsächlich Tiere, Säugetiere aus dem Känozoikum. Tiere, auch Saurier, wie man sieht auf der Insel, unter anderem mit Plastiken dargestellt, Meeresboden, Meerestiere, Insekten 100-fach vergrößert. Wir haben fast 400 Plastiken, die hier besichtigt werden können. Und dann sieht man überall noch so Stahlgerippe. Was hat es denn damit auf sich? Das ist das der Überbleibsel, muss ich mal so sagen, das Vermächtnis von Franz Kruse. Wir versuchen natürlich, diese Plastiken fertigzustellen. Das ist aber sehr, sehr schwierig, dreidimensional zu denken, wie er sich das vorgestellt hat, danach was aufzubauen. Das Gute ist, es ist erstmal was da. Es ist ein Grundgestell da und mit den Zeichnungen, die er gemacht hat, kann man drauf aufbauen. Das ist aber sehr, sehr schwer, weil er hat ja ein wahnsinniges dreidimensionales Denkvermögen gehabt. Es gibt bei Ihnen auch eine Mineralien- und Fossilienausstellung. Ja, die haben wir auch. Die haben wir damals erworben gehabt, noch kurz nach der Wendezeit von einem guten Bekannten. Und dort kann man sich Mineralien anschauen aus der Gegend hier. Teilweise Mineralien, die vor 100 Jahren gefunden wurden. Und das ist auch sehr interessant und denke ich mal auch für Schulklassen und für interessierte Besucher wichtig. Sie haben ja gesagt, Sie sind von Anfang an dabei. Gibt es denn so einen Lieblingsort, wo Sie sagen, also da sitze ich gerne mal und schaue auf meine Saurier? Ja, sitzen ist ja schwer, weil wir sollen ja von früh bis abends eigentlich arbeiten und nicht sitzen. Aber ich finde eben, wenn man vor dem Integutärium steht oder vor dem Felsen mit der großen Riesenanaconda, das finde ich faszinierend und interessant, sowie die große Riesenkrake. Das sind so diese Plastiken, wo ich sage, das ist was, wo die Kinder auch sehr begeistert davon sind. Vielleicht noch ein Wort, wie kommt der Oberlausitzer zu Ihnen? Ganz einfach, der Oberlausitzer, wenn er zu uns kommen will, über die Autobahn Richtung Sebnitz ist eigentlich ausgeschildert, über die A4 Richtung Dresden, Stolpen und dann sind sie schon in Sebnitz. Herr Mattes, vielleicht noch mal ein Wort zu den Öffnungszeiten und vielleicht können wir auch über die Eintrittspreise sprechen. Ja, wir haben täglich geöffnet von Ostern bis Ende Oktober von 10 bis 17 Uhr. Eintrittspreis ist bei Erwachsenen 5 Euro und Kinder 4 Euro. Das sind sehr moderate Preise. Wie viel Zeit kann ich denn hier so verbringen? Es kommt darauf an, wie die Interesse des Besuchers ist, aber 2-3 Stunden, wenn man sich in Ruhe alles anschauen will, durchlesen will, denke ich doch schon, kann man hier verbringen. Auch länger, wenn man das möchte. Also dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Übrigens noch mehr Informationen zum Urzeitpark hier in Sebnitz gibt es im Internet unter www.sauriergarten.eu. Es fühlt sich schon fast so an wie ein großes Familientreffen. Selten kommen so viele verschiedene Helfer des Arbeiter-Samariter-Bundes zusammen wie beim jährlichen Europamarathon in Görlitz. Seit bereits 16 Jahren kümmert sich ein engagierter Teil Ehrenamtlicher
um die medizinische Versorgung des Events, damit die anderen auf den verschiedensten Strecken von 2 bis 42 Kilometern laufen, walken oder skaten können. Ehrenamt trifft sich, ein Motto des diesjährigen Europamarathons, welches beispielhaft die Vernetzung regionaler Akteure aufzeigt, um ein solches Laufevent zu realisieren. Parallel ging mit diesem sportlichen Höhepunkt in der Region noch eine weitere Initiative an den Start. Meine Geschichte, dein Job, zu der der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer die Schirmherrschaft bei der Auftaktveranstaltung während des Europamarathons übernahm. Auch hier berichten Menschen über ihre Geschichte in unserer Region und zeigen die Attraktivität, die Gewinnung, die Bindung und die Wertschätzung der Menschen im Verband sowie die Kultur einer engagierten Organisation auf. Doch das alles kann nur gelingen, wenn man aufeinander zugeht und sich vernetzt. Diese Menschen leisten tagtäglich Großartiges und verdienen dafür Respekt und Wertschätzung, denn solche Aktionen bedeuten viel Einsatz für jedermann. Der Görlitzer Europamarathon ist jedes Jahr aufs Neue eine gute Gelegenheit zu zeigen, wie breit ehrenamtliches Engagement aufgestellt ist, von der Nudelparty über die Absicherung des Sanitätsdienstes bis zum Lauf der Samariter. Erleben, was Gemeinschaft bedeutet. Über die Aktion Gib mir 10 geben wir diesem Engagement und den vielen guten Geschichten eine Plattform. Wir wollen damit nicht nur Danke sagen, sondern auch Anregungen für andere Menschen liefern, wie sie sich in ihrem Umfeld aktiv einbringen können. Denn jede gute Tat kann Menschen zusammenführen und die Verbundenheit mit unserer Heimat stärken. Sie kennen sicher die Image-Kampagne So geht's sächsisch. Jetzt waren 13 junge Filmteams aus Sachsen aufgerufen, ihre persönliche Sichtweise zum Thema in Kurzfilmen festzuhalten. Entstanden sind dabei Kurzfilme, die unterschiedlicher nicht sein können, die jedoch alle von der Liebe zur Heimat in den verschiedensten Facetten berichtet. Diese 13 Geschichten erzählen eindrucksvoll von und über Sachsen und zeichnen Bilder, die den Zuschauer mitnehmen auf eine Reise durch ein vielseitiges Bundesland. Es ist ein moderner und es ist ein junger Blick auf Sachsen. Einen Film zeigen wir Ihnen an dieser Stelle. Ein Film von Görlitzer Filmemachern über ihre Stadt. Alle 13 Filme sehen Sie dann zu den eingeblendeten Sendezeiten am Stück. Ich kann Ihnen nur sagen, das ist wirklich eine spannende Entdeckungsreise. Es gibt eine Stadt in unserem Land, in der geht die Sonne zuallererst auf. Und jeder Gang durch ihre Straßen wird zu einer kleinen Zeitreise. Du kannst hier in einer Stadt leben, in der andere Urlaub machen. Dich an Architektur satt sehen. In deinem eigenen Tempo leben. Eine Idee mitbringen und schnell Mitstreiter finden. Selbstwirksamkeit spüren. Du kannst hier noch Nischen besetzen. Erschwingbaren Wohnraum zum Wohlfühlen finden. Du kannst hier einen soliden Job haben. Zu Fuß ins benachbarte Land spazieren und eine andere Kultur entdecken. Erleben, was Gemeinschaft bedeuten kann. Ein Leben ohne Auto führen und dennoch schnell mal zu solchen Aussichten kommen. Du kannst hier in wenigen Minuten mit dem Rad an einem fantastischen See sein, der dir Urlaubsfeeling pur beschert und den du auch manchmal ganz für dich hast. Du kannst hier dein ganz großes Glück finden, eine Familie gründen und dir ein gutes Leben ermöglichen. Du kannst hier auch gänzlich neu sein. Eine bunte Kindheit und Jugend haben,
mit viel Raum, dich kreativ auszuprobieren. An einer der modernsten Fachhochschulen studieren und forschen. Hollywood beim Arbeiten über die Schulter schauen. Du kannst dich hier mit Hochkultur vollsaugen. Und gut Party machen. Wo du eh alle treffen wirst. Du kannst hier einfach gut leben. Hier, im Herzen Europas. So, das war das Magazin von Oberlausitz TV. Schön, dass Sie dabei waren. Wir verabschieden uns hier vom Hutberg in Groschönau natürlich nochmal mit dem Hinweis auf unser Sommergespräch mit dem Groschönauer Bürgermeister Frank Polker. Jetzt wünschen wir Ihnen im Namen des gesamten Teams einen guten Start in die Sommerferien. Machen Sie es gut. Ciao.